würde ich gern wieder hochgeben zu Markus von Kennel, der im Hauptstudio moderieren wird. Wahrscheinlich kocht dort oben die Temperatur. Sind wir mittlerweile bei 30 Grad? Wie sieht's aus, Markus? Ja, ja, es ist wärmer geworden seit dem Morgen, das können wir sicher so festhalten, aber wir tun hier natürlich zwischen jeder Talkrunde und jedem kürzeren oder längeren Gespräch sicher richtig durchlüften, auch für die Corona-Massnahmen natürlich einzuhalten. Aber es kocht natürlich auch schon, weil wir ein spannendes Thema vor uns haben, nämlich Pioniere der Plus-Energie-Quartiere. Ich will wissen, was ist so ein Plus-Energie-Quartier, wie weit sind wir mit denen, warum braucht es das überhaupt und was kann man darunter ganz konkret verstehen. Sind wir gespannt, was das Plus bedeutet. Super, merci vielmals, Ferdinand. Ja, meine Damen und Herren, ich habe schon gesagt, Pioniere der Plus-Energie-Quartiere. Da habe ich eine ganz spannende Runde wieder zusammen. Einerseits begrüße ich den Gemeindepräsidenten von Ittigen, Marco Rupp. Herzlich willkommen. Andererseits ist bei uns in der Runde der Pascal Bertschi, CEO von Lothringer Marazzi AG. Guten Tag, herzlich willkommen. Und der Ulrich Niffenegger vom Amt für Umwelt und Energie vom Kanton Bern, herzlich willkommen. Wir sind noch nicht ganz komplett in der Runde. Wer noch fehlt, ist der Regierungsrat Christoph Ammann. Der wird im fliegenden Wechsel in dieser Talkrunde dann irgendwann dazustossen und hier zu meiner Linken den Platz einnehmen. Meine erste Frage wäre an Herrn Regierungsrat gewesen. Darum gebe ich es weiter schlussendlich an Ulrich Niffenegger. Ganz kurz oder auch länger. wir haben ein bisschen Zeit, wir sind nicht so auf Minuten bedacht. Was können wir unter einem Plus-Energie-Quartier ganz genau verstehen? Ja, das Plus-Energie-Quartier haben wir als, ja, relativ einfach probieren zu definieren. Wir sagen, das ist ein Quartier, das über das Jahr gesehen für seine Betriebsenergie, also für die Heizung, Raumklima, das Warmwasser und schlussendlich eigentlich den gesamten Strombedarf über das Jahr gesehen mehr Energie produziert, als es eben braucht. Also das ist relativ eine einfache Bilanzierung über ein Jahr hinweg gesehen. Wunderbar. Und was passiert mit der Energie, die man mehr produziert? Was Überschussenergie ist, kann man natürlich ins Netz liefern, wenn das Strom ist. Bei Wärme wird es etwas schwieriger. Auch mit einem Anwärmeverbund, wo man quasi andere Bereiche auch noch beliefern könnte. Marco Rupp, Gemeindepräsident von Ittigen, warum brauchen wir Plus-Energie-Quartier? Also vorab muss ich sagen, wir sind sehr stolz, dass das Leuchtturmprojekt bei uns in Ittigen ist. Und es ist ganz klar, wir haben vor 2 Wochen im Gemeinderat unsere Strategie Climact 2020 Plus verabschiedet. Und wir müssen den CO2-Ausstoß und weitere Treibgase müssen wir reduzieren. Das möglichst schnell. Und das Plus-Energie-Quartier ist natürlich ein Baustein, ein wichtiger Baustein, um das Ziel zu erreichen. Ich habe gesehen, bei euch läuft so ein Pionierprojekt. Unter anderem ist auch König und Schwarz, König ist auch schön, König zu Schwarzenburg, wo so Projekte laufen. Könnt ihr etwas ganz Konkretes sagen so zum Stand von diesem Projekt? Ja, wir haben ja Gemeindesammlungen, bereits im letzten Jahr haben wir die planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen. Und im Moment ist Losinger Marazzi mit der CPV, Pensionskasse von Coop, der andere Baugesuch zu finalisieren und eigentlich hoffen wir, dass wir möglichst schnell mit dem Bau beginnen können. Ja, dann komme ich jetzt zu Losinger Marazzi. Was heisst das für euch, wenn man so ein Projekt in Angriff nimmt, wenn es konkret um den Bau geht? Was ist da alles zu beachten und wie setzt man das konkret um? Das ist eine gute Frage. Also für Losinger Marazzi ist eine Immobilie nicht nur ein Objekt, das man baut, sondern es ist ein Objekt, das nachher in der Zeit betrieben wird und sagen wir 50% von der Energie, die verbraucht ist, ist im ganzen Lebenszyklus und 50% während der Herstellung. Und grundsätzlich die Entscheidung, die wir in der Planung treffen, die haben nicht nur einen Einfluss für die Bauphase, für die Konstruktion, sondern die haben einen wesentlichen Einfluss auf das ganze Lebensdauer, also 50% vom Energieverbrauch von einem Gebäude. Jetzt, wenn man das anschaut, wir reden jetzt von diesem Projekt und von dieser Umsetzung. Das heisst, ein Plus-Energie-Quartier kann nur dort entstehen, wo Neues entsteht. Also hier in der Altstadt hätten wir keine Chance, so etwas umzusetzen. Nein, das ist nicht ganz richtig. Unsere Zielsetzung ist natürlich die, dass man das sowohl bei Neubauten wie aber auch beim Bestand kann. Weil der Bestand ist eigentlich der grösste Anteil, den wir heute haben.
Im Prinzip ist ja die Schweiz bauen, der Kanton Bern auch. Und darum ist es ganz wichtig, dass man das auf einen Bestand umsetzen kann. Und das Plus-Energie-Quartier bietet dort eigentlich eine sehr gute Chance, weil man eben über das ganze Quartier eine Bilanz zieht und nicht über einzelne Gebäude. Und damit bietet es eben auch Gelegenheit mit mehr Freiheiten, vielleicht trotzdem etwas ja, Nachhaltiges zu entwickeln. Ja, inzwischen haben wir die Runde komplett. Der Regierungsrat Christoph Ammann ist inzwischen getroffen. Herzlich willkommen. Grüße miteinander. Hektische Zeit, kleine Verspätung, aber ein wichtiges Thema. Sehr ein wichtiges Thema. Ja, seid ihr ein Plus-Energie-Quartier Turbo, Herr Ammann, der im Kanton Bern vorwärts machen will? Von Haltung her ganz klar, ja. Ich bin nicht gerne Turbo. Ich bin gerne jemand, der eine klare Vision hat, aber auch die nächsten Schritte vor sich sieht, die Umsetzung. Von dem her beides, der Turbo, aber mit dem nötigen Schutz, Pragmatismus. Was braucht es im Kanton Bern dazu? Sind da alle Parameter gegeben, alle Voraussetzungen gegeben, für so ein Quartier Projekte in Angriff zu nehmen? Oder braucht es da je nachdem auch noch Anpassungen von irgendwelchen Gesetzgebungen, Verordnungen, wie auch immer? Wir sind schon gut unterwegs, indem dass wir ein Vorzeigebeispiel haben, wo laufen, wo man anschauen kann, wo man sieht, es gibt Investoren, die interessiert sind, es gibt Baufirmen, die in der Lage sind, so ein Quartier zu bauen, wirtschaftlich herzubauen, herzustellen, architektonische Lösung, die schön ist, die ins Gelände hineinpasst, attraktive Wohnlage. Also, wir können aufzeigen, dass wir das Beispiel auf den Boden bringen, dass wir die Informationen zusammengetragen haben, konzeptionell gut unterwegs sind. Natürlich, wenn man Anreize noch zusätzlicher Art schaffen über die Informationen raus, über das Netzwerk, das man am Aufbauen ist, wenn man Anreize noch zusätzlicher Art einrichten könnte, wäre das sicher nicht schlecht. Wenn jetzt ich schlussendlich mal Bewohner bin von so einem Plus-Energie-Quartier, Was habe ich grundsätzlich als Bewohner für einen Mehrwert? Ich gebe eine Frage in die Runde. Ja, also erstens mal ein gutes Gewissen. Das ist schon mal viel. Das ist ganz viel wert. Ja, das ist, nein, das ist so, absolut. Wir arbeiten letztendlich auch für die nächste Generation. Und von Qualität des Wohnen her kann man nicht sagen, wir haben eine schlechtere Wohnqualität, das ist ungeheizt, sondern wir bringen das her mit einer guten Qualität, mit einem guten Wohnkomfort. Wieso sollen wir es nicht machen? Und vorher hat er angesprochen, die Situation der Anreize. Da wird ja ganz klar sagen, es braucht viele Sachen, damit so etwas funktioniert. Und wir haben jetzt zum Beispiel von heutigen her einen Energiefonds gemacht, 4,6 Millionen, wo wir eben genau dort unterstützen, wo es darum geht, im Silisgebiet die Nachrüstungen zu machen, die Erneuerungen zu machen und die Sanierungen zu machen. Und dort wollen wir Anreize machen. Was richtig gesagt ist worden, natürlich ist es toll, ein neues Quartier. Aber der Hauptbestand, wir haben gesehen, wir haben das ausgerechnet, 6% unserer CO2-Emissionen kommen von den Gebäuden. Und dort müssen wir ansetzen. Und das geht noch mehr als nur das gute Gewissen. Das ist schon mal viel wert. Aber als Bewohnerin, als Bewohner, da wäre ich froh, wenn dann nachher der CEO von Losinger Marazzin ist das aufzeigt. Es geht ja auch darum, dass wir, darum ist das Thema im Projekt Smart Capital Region, wird das bearbeitet. Also es geht eben um smarte, digitale Lösungen, die schlussendlich auch den Wohnalltag attraktiv machen, wo es nicht nur schön ist oder eben zu einem guten Gewissen beiträgt, sondern wo man technische Lösungen hat, die das Leben, das Wohnen auf eine andere Qualitätsebene stellen. Und ja. Vielleicht noch zusätzlich kann man auch sagen, grundsätzlich das Ziel ist, dass man weniger Energie verbraucht und dass man die Energie, die man verbraucht, dass die vor Ort produziert wird. Und grundsätzlich, das sollte zu einer Reduktion der Betriebskosten führen. Also das ist für einen Anwohner ist das Ziel, also das ist der Anreiz. Also es ist lukrativ für mich auch. Also lukrativ ist vielleicht das Wort ein bisschen übertrieben. Weil grundsätzlich der Anteil Nebenkosten ist zu unserer Zeit relativ gering, aber mit dem sollte man noch runterfahren. Also man kann es vielleicht sogar noch ein bisschen weiter sagen, es gibt mir quasi gewisse Sicherheit, das Risiko,
dass meine Energiepreise plötzlich aus dem Ruder laufen, was immer auf dieser Welt passiert, das habe ich vom Tisch. Mhm. Weil ich habe eigentlich nachher eine Energieversorgung, die ist investiert worden, die man gebaut hat. Ich habe das mit meinem Mietzins, ich kann eigentlich von Bruttomietern machen. Also, das ist sicher ein riesen Vorteil. Es ist, glaube ich, auch ein anderes, tatsächlich ein anderes Gefühl, unter der Dusche zu stehen oder beheizt zu haben, wenn ich eigentlich weiss, ich produziere keine zusätzliche CO2-Belastung. Und ich glaube, gerade heute, jetzt, wo die Jugend auf der Straße ist, kommt das gegen mehr. Also das merken wir jetzt auch bei uns, bei den Anfragen, dass die Leute wirklich plötzlich finden, ja, was kann ich machen, dass ich in eine Wohnung kann oder wie komme ich zu so einem Quartier? Also ich denke, es ist, das gute Gewissen ist tatsächlich auch, je länger es mehr, oder ich würde sogar sagen, die Verantwortung ist je länger je mehr ein wichtiges Thema. Nebst dieser Planungssicherheit. Ich habe auch die Sicherheit, dass wenn ich heute in ein Plus-Energie-Quartier ziehen würde, dann habe ich ganz sicher ein modernes, topmodernes, digitalisiertes Quartier und Gebäude, weil anders ist es gar nicht möglich. Also, darum eben Smart Capital Region. Der Regierungsrat Amanda gesagt, das ist ganz ein entscheidender Punkt. Genau, Smart Capital Region ist heute Nachmittag auch nochmal ein separates Thema, das wir hier werden befassen. Aber es ist klar natürlich, dass beides miteinander zusammenhängt. Wie kann ich mir das so ein bildlich vorstellen, dass wir versuchen zu erklären, so ein digitales Quartier hineinzuzügeln? Wie sieht das aus, wenn wir sagen, es ist alles miteinander vernetzt? Gehen wir da schon so richtig Science-Fiction-Film, dass alles automatisch auf und zu geht und das funktioniert vieles, ohne dass ich mehr etwas dazu tun muss? Wie kann ich mir das konkret vorstellen? Also grundsätzlich, Digitalisierung ist nicht das Ziel in sich. Digitalisierung ist schlussendlich ein Werkzeug, um Komfort zu erhöhen. Und wenn man Digitalisierung mit den energetischen Aspekten verknüpfen, dort, es geht um, wie kann ich schlussendlich die Produktion von der Energie modellisieren, wie kann ich das Verhalten der Nutzer, was Energieverbrauch anbelangt, modellisieren und wie kann ich eigentlich die Modelle zusammenspielen, dass wir eigentlich die produzierte Energie, die vor Ort produzierte Energie, so viel wie möglich vor Ort verbrauchen. Und dass wir nicht eben Spitzen müssen decken müssen, indem man Energie kaufen muss und Löcher oder Überschussmengen muss ins Netzwerk bringen. Also ideal, das Ziel wäre, wenn wir das mit verschiedenen Nutzungen, mit einer gewissen Durchmischung, mit einer guten Steuerung, dass wir fast ein energetisch autonomes Quartier könnten haben. Das wäre eigentlich der schon der nächste Schritt, das haben wir vorhin genau mit den Eger besprochen. Herr Ammann, jetzt haben wir vorhin von den Projekten, die es gibt, unter anderem eben Zeitung oder das Vorlaufen, beziehungsweise wie sind wir da vom Fahrplan und von Geschwindigkeit drin? Wird man da noch ein bisschen mehr Gas geben? Sollte das in den nächsten 10 Jahren, wo sollten wir da stehen, irgendwo durch, sollte das dann eine ganze Gemeinde sein? Wenn wir dort jetzt von einem Quartier zu Ittigen, aber sollte die 10 Jahre möglichst ganz Ittigen von so etwas profitieren und das Plus-Quartier, nicht das Plus-Energie-Quartier sein, sondern das Plus-Energie-Dorf oder Stadt. Wie sieht das aus? Also wenn wir auf die Landkarte schauen von der Hauptstadtregion, dann stellen wir fest, dass der Kanton Bern weit, weit voraus ist im Vergleich zu den anderen 4 Kantonen, die Mitglieder sind. Oder dort in den anderen Wallis, Solothurn, Neuenburg und so weiter. Oder dort stellt man jetzt fest, es gibt so etwas und ist dran, ob in Zusammenarbeit mit meiner Direktion, mit dem Fachwissen vom Amtsvorsteher und seinen Leuten, von Uli Nieffenegger, zu identifizieren, wo das Areal geht. Im Kanton Bern sind wir schon sehr viel weiter. Oder? Wir haben ein konkretes Projekt, wir haben die Identifikation gemacht. Wir sehen, dass in der Stadt, der Agglomeration Bern, da gibt es etwa 3-4 Projekte, die in der Entwicklung sind, die wir so weit herbringen können. Wir reden im Kanton Bern auch über Plus Industriequartier. Da haben wir auch ein Projekt, das in Realisierung ist. Also meine Idee ist, oder meine Hoffnung ist, dass wir das Tempo aufnehmen können und weiterdenken in dem Sinn, wie es der Amtsvorsteher, der Uli Nieffenegger, gesagt hat, wie es hier auch angetönt wurde jetzt in der Diskussion, dass wir nicht nur von Wohnquartier reden und von Industriequartier, sondern dass wir die Vernetzung auch schon weiterdenken und schauen, wie bringt man innerhalb von einer Gemeinde die Industriequartier zusammen mit dem Wohnquartier. Also das ist der Plus Energiequartier Quartier, oder? Das wäre das Thema in der nächsten Stufe.
Wie schnell das Fahrt aufnimmt, das hängt maßgeblich davon ab, ob es uns gelingt, jetzt Investoren, Bauunternehmungen mit an Bord zu holen, Behörden von der Gemeinde mit an Bord zu holen, das Netzwerk auszubauen, möglichst mit der Wirkung in die Nachbarkantone. So stellen wir vor, können Sie auf das Mal, oder können Sie so Katalysatoreffekt geben, der von Bern auskommt? Ich nehme da gerne noch schnell eine Zuschauerfrage auf, die eigentlich so gleich die gleiche Richtung zielt, nämlich warum gibt es denn jetzt nicht schon mehr Projekt als das, was wir jetzt behandelt haben, braucht es da, hat es auch mit dem Markt zu tun, hat es mit Vorschriften zu tun, die man anpassen muss oder wo man in einem Prozess ist. Ist man im Vergleich mit anderen eigentlich gut unterwegs vom Zeitschema oder hat man da vor 10 Jahren schon mehr Gas geben können? Ich gebe die Frage gerne weiter eigentlich an geistig Vater oder, und Geburtshelfer vom Thema Plus Energiequartier, an Ueli Nieffenegg. Also, ich glaube, ich kann noch sagen, ich war in meinem früheren Job mal Generalunternehmer. Wenn er so ein Projekt entwickelt, dann kann der Herr Bertsch jetzt eben ganz sicher mitreden und gemein auch. Das bringt er nicht von heute auf morgen auf die Bühne. Also, wir sind jetzt mit dem ersten seit 5 Jahren unterwegs und stehen kurz vor der Realisierung. Wir haben andere, die wir auch vor 2-3 Jahren gestartet haben. Ich glaube, es ist normal, dass es diesen Prozess braucht, dass es die 3 bis 5 Jahre mindestens braucht, bis man überhaupt starten kann. Es braucht auch sehr viel Vordenkarbeit. Wir haben auch Hilfsmittel dazu gemacht, die wirklich helfen. Wobei, ich muss gerade sagen, wenn wir heute Morgen noch durch den Kopf gehen, eigentlich alles, was drinsteht, könnte man für jedes gute Quartier oder Gebäude, das wir bauen, könnte man berücksichtigen, weil es in unserem Leitfaden ist, bloß in den Gebäuden. Aber es braucht Entwicklung. Und man kann das analog sehen wie Minergie. Da hat man vor 20 Jahren angefangen. Da ist nicht viel passiert. Das war übrigens auch auf Initiative vom Kanton Bern und Kanton Zürich. Und heute ist das bei allen absolut Standard. Und ich glaube, es ist so, der Regierungsrat hat gesagt, wir brauchen auch Zeit. Und in 10 Jahren ist es vielleicht auch irgendwie bekannt und Standard. Aber diese Zeit braucht es, glaube ich. Und das sind wir nicht so schlecht unterwegs, denke ich. Die Zeit braucht es, glaube ich. Herr Rupp, jetzt dir jemandem erzählt von einem Projekt, das bei euch ist. Wissen die Leute, von was sie reden? Oder müsst ihr bei allen erklären, was ihr vorhat und was das bloß im Quartier ist? Wir haben das schon müssen. Aber wir sind ja an die Gemeindeversammlung gegangen und wir haben das auch erklärt und haben absolute Zustimmung bekommen zu diesem Projekt. Und wir wissen, dass die Sensibilität da ist. Die Leute wollen vielfach, dass es schneller geht. Aber klar, wir sind eine Demokratie und wir wollen die Bevölkerung mitnehmen als Ganzes. Wir müssen die Prozesse mit der Bevölkerung müssen wir durchziehen. So schnell, wie es geht. Aber der Ueli Nieffenegg hat es gesagt, das geht halt nicht von heute auf morgen. Aber in 5, 6, 7 Jahren haben wir die Leute auch so weit, dass sie sagen, das ist eine gute Sache und da helfen wir mit und das bringt uns etwas. Und was für mich als liberal denkender Mensch auch ganz wichtig ist, dass wir die Wirtschaft auch auf unserer Seite haben. Ohne Wirtschaft geht es nicht. Wir haben hier Wirtschaftsvertreter am Tisch. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn wir die Wirtschaft auf unserer Seite haben und wenn die davon umdenken, nebst der Bevölkerung, dann haben wir dann auch Pluspunkte auf unserer Seite. Oder? Und dann müssen wir das Erdöl nicht mehr von Russland oder von irgendwo nach Nost importieren, sondern dann können wir dann vielleicht auch mal wieder Solarpanels in der Schweiz produzieren. Herr Bertsch, ich komme gleich auf euch. Wir haben jetzt das, was wir darüber reden, die Plus-Energie-Quartiere, aber ist es im Bauwesen, in eurem Metier, eigentlich schon ein seit Jahren andauernder Prozess von einer Veränderung mit das, was die Leute erwarten von heutigem Bauen? Also absolut, das ist ein Prozess, der seit mehreren Jahren dauert. Aber man muss vielleicht nicht nur vom Bau reden. Also man muss das als Immobilienentwickler anschauen, weil eigentlich, wenn man nur bauen, ist es fast spät. Also grundsätzlich, nachhaltiges Bauen, das hat vor 15 Jahren ist das wirklich wahrgenommen worden. Oder vielleicht sagen wir 10 Jahre. Und immer mehr sind wir vorwärts gekommen. Und es hat verschiedene Meilensteine, verschiedene Ereignisse, die eigentlich geführt haben, dass es sich beschleunigt hat. Und ich möchte 3 Elemente erwähnen. Also erstens das CEF, also die Möglichkeit, jetzt Energie innerhalb von einem Quartier zu verbrauchen und nicht unbedingt über das Netz. Das ist ein Element, wo das beschleunigt hat. Das andere, dass sie die Leerstände. Wieso Leerstände? Weil jetzt der Endnutzer kann langsam herauslesen, wo er möchte wohnen. Vorher, weil Leerstände so tief waren, die Leute wollten einfach eine Wohnung und sie haben genommen, was auf dem Markt ist übrig geblieben. Jetzt
Bevölkerung, Gesellschaft hat die Thematik CO2 wahrgenommen. Das muss man sagen. Es hat sich in den letzten 18 Monaten beschleunigt und jetzt können sie auch Druck machen auf Investoren, auf Immobilienentwickler, sodass eben solche Lösungen entwickelt werden. Und zum Glück gibt es auch Investoren, die ein bisschen Pioniergeist haben und die eigentlich bereit sind oder die schon vor 5 Jahren bereit waren, in so einem Abenteuer einzusteigen. Und da möchte ich die Pensionskasse von der Coop noch einmal erwähnen. Herr Ammann, das ist der Kanton Bern also schon auch angewiesen, dass man da starke Partner an der Hand hat. Unbedingt. Das ist ja auch die Absicht der Hauptstadtregion. Ich komme noch mal zurück auf das Projekt oder auf die Projektgruppe Smart Capital Region. Die ist entstanden, respektive das Projekt, aus der Analyse der Stärken, die der Kanton Bern hat. Oder was haben wir für Stärken? Beispielsweise, dass wir die grossen Infrastrukturunternehmungen hier mit Hauptsitz haben. Und die sind alle vertreten in diesem Projekt. Also das ist Post, SBB, Mobiliar, Swisscom und so weiter. Oder die an diesen Digitalisierungsthemen arbeiten, die Erfahrung mitbringen und die können First Mover sein können. Zusammen mit Bauunternehmen, beispielsweise wie Losinger Marazzi. Und die Absicht ist, dass das Fachwissen, das Branchenwissen zusammenzubringen und so Innovation nicht nur zu ermöglichen, sondern eben auch zu beschleunigen. Und das Beispiel von Plus Energiequartier, das zeigt, dass es funktioniert. Es funktioniert langsamer, als dass das eine Gesellschaft, die jetzt sensibilisiert ist, möglicherweise gern hat. Oder wir reden von 10 Jahren, schauen zurück auf das Thema Minergie. Aber wir stellen fest, es entwickelt sich, es beschleunigt sich. Und je stärker der gesellschaftliche Druck wird, je stärker das Bedürfnis ist, von einer Wohnbevölkerung an einem Ort zu wohnen, in einem Gebäude, wo man eben die eigene Verantwortung kann wahrnehmen, in dem Sinne, dass man sieht, hier wird Energie produziert, so dass kein CO2 ausgestoßen wird. Die kann ich brauchen vor Ort. Wenn der Druck grösser wird, bin ich auch überzeugt, dass die Bereitschaft, schneller zusammenzuarbeiten, mehr zu investieren, nachhaltiger zu investieren, dass die Bereitschaft auch entsprechend wächst. Ich werde noch schnell eine Frage aufnehmen von unseren Zuschauern, vielleicht auch Herrn Niefener gestellt. Und zwar, die vorhin Minergie erwähnt. Was ist eigentlich der Unterschied Minergie zum Plus-Energie-Quartier? Frage von einem Zuschauer. Ja, das kann ich relativ gut sagen, weil Minergie oder BIP eigentlich. Minergie konzentriert sich im Moment einzig und allein auf Gebäude. Einzelne Gebäude. Wir können ein einzelnes Gebäude als Plus-Energie-Gebäude bauen, nämlich Minergie A. Und ja, das ist eigentlich die stetige Weiterentwicklung. Früher hat man nur Einzelbauteile angeschaut, jetzt schaut man ganze Gebäude an. Ein Minergie-A-Gebäude ist klar auch genau gleich, mit der Jahresbilanz Plus. Jetzt geht es darum, dass man mehrere Gebäude zusammennimmt, eben im Plus-Energie-Quartier, und auch noch die Energie zwischendrin, also zum Beispiel Tiefgarage und Beleuchtung im Quartier, dass man das mitberechnet und die Synergien eben kann nutzen zwischen den Gebäuden. Wie wir vorhin gesagt haben, wir haben dort ganz andere Vernetzungen digital, und darum ist ein Quartier eine Betrachtungsweise, die ich das einzelne Gebäude nicht mehr zwingend muss. Es muss nie jedes Energie A sein. Eins kann vielleicht etwas drunter sein, unter dem Plus, und eins kann etwas drüber sein. Also das ist eigentlich der grosse Vorteil von diesem Plus-Energie-Quartier. Eine Gesamtbetrachtung, die unter dem Strich aber trotzdem wieder das erfüllt, was das Energie A auch. Wunderbar. Ich werde noch eine weitere Frage von einem Zuschauer aufnehmen. Und zwar jemand, der ein bisschen Angst hat, dass er als Individuum vielleicht etwas untergeht. Wie stellt man sicher, dass schlussendlich nicht die Politik und also der Staat und Baukonzerne quasi bestimmt, was ich will, sondern ich mich selber als Mensch, als Individuum genug einbringen kann, ob es dann einen neuen oder einen verstärkten Bürgerdialog braucht. Herr Rupp, dir als heutige Gemeinschaftspräsident. Ja, jeden Entscheid über eine neue Bebauung, das hat der Souverän das letzte Wort. Und das ist, glaube ich, ganz klar, dass wir hier versuchen, und das habe ich vorher auch gesagt, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir je breite Akzeptanz in der Bevölkerung überkommt. Und das versuchen wir natürlich selbstverständlich auch. Breite Akzeptanz, Herr Ammann, was habt ihr da für Rückmeldung aus der Bevölkerung? Also ich stelle fest, das Gleiche, wie es der Uli Niefenegger gesagt hat, dass viele Leute, die auch schon sensibilisiert sind, ihren Beitrag leisten wollen, gegen so von Einzelgebäudebetrachtung ausgehen. Oder? Und die Vorstellung haben, dass so weit muss kommen, dass mein Gebäude, wo ich drinnen wohne, autark ist. Oder?
die Plus-Anforderungen erfüllt. Und wir müssen jetzt, das ist ein Informationsbedürfnis, das ich feststelle, und damit auch ein Auftrag an die Politik, aber auch an die Wirtschaft, dass wir erklären, was technologisch heute möglich ist, warum dass wir überhaupt auf solche Schlagwörter kommen oder auf Begrifflichkeiten wie Plus-Energiequartier, was das für einen Mehrwert bringt. Und das hat mit Überzeugen zu tun, oder? Mit Überzeugungsarbeit zu leisten, nicht mit Indoktrinieren und die Leute, die an einem Ort wollen, wohnen wollen, denen durch Vorschriften einen Rahmen zu geben, wo sie sich drinnen müssen bewegen und vielleicht sich auch gefangen vorkommen. Um das geht es überhaupt nicht, sondern es geht darum, aufzuzeigen, was technisch heute möglich ist, im Interesse von Umweltpolitik, unter dem Titel Massnahmen gegen Klimawandel, aber letztendlich auch muss man den Mehrwert können aufzeigen, wo es an Wohnqualität gibt, wo es an Betriebskostenreduktion gibt, wo es eben nicht nur ums gute Gewissen oder schlechte Gewissen geht. Da braucht es Überzeugungsarbeit, da braucht es den Dialog tatsächlich. Aber ich habe den Eindruck, den kann man führen über die bewährten Instrumente, die Gemeinden haben und die Kantone haben. Herr Bertsch, wenn man so ein Projekt anschaut, also nehmen wir es mal an, da gibt es immer so eine Minimum-Variante und so eine Maximal-Variante und zwischendurch hat man noch den Spielraum. Ist das hier auch der Fall oder eher weniger? Wenn wir sämtliche Herausforderung tut zusammen addieren, ist der Spielraum langsam ausgenutzt und minim. Nein, also das sind hohe Anforderungen. Also ich meine, das Projekt Aarrein, also das erfüllen wir, aber das sind hohe Anforderungen und das bedeutet, dass zum Beispiel die Gebäude jedes Gebäude eigentlich wie ein Minergie-P konzipiert ist. Also nicht das Minergie-A, aber Minergie-P. Das heisst, also was Gebäudehülle anbelangt, also sehr, sehr hohe Anforderungen. Und wenn wir dazu noch architektonische Komponenten und andere Komponenten dazu tun, ist der Spielraum klein. Aber es ist machbar, es ist möglich und es macht Freude. Und ich möchte vielleicht noch zur Thematik Wahrnehmung von der Bevölkerung und von den, sagen wir, von den Einwohnern noch etwas kurz zu sagen. Vor 10 Jahren haben wir das erste Öko-Quartier in der Romandie gebaut, in Eikenöt. Und da haben wir nachher eine Umfrage gemacht bei den Bewohnern. 15%, nur 15% der Leute sind gekommen, weil das Öko-Quartier war. Wir haben jetzt ein anderes Quartier entwickelt, also 10 Jahre später, in der Nähe von Basel. Und da kann man sagen, es ist umgekehrt, also 85% der Leute sind gekommen, weil eben solche Anforderungen sie erfüllt wurden und solche Lösungen sind am Mieter gebracht worden. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe keine grosse Angst, dass die Mieter sich gefangen oder eingeschlossen fühlen. Herr Niffenegger, wir haben anfangs von dieser Runde schon mal kurz gefragt, wie sieht es aus, wenn wir jetzt hier zum Beispiel die Altstadt nehmen, was ist hier möglich? Wo setzen wir die Prioritäten jetzt im Projekt, wie wir es jetzt besprochen haben, quasi im Neubaubereich oder eben auch gleichzeitig bei bestehenden Sachen? Oder tut man das hinten anstellen? Wie sieht das aus? Nein, die Idee ist eben, wie gesagt, der Bestand selbstverständlich auch mitzunehmen. Die Altstadt von Bern ist jetzt vielleicht nicht das ideale Beispiel. Das ist etwas, was wir zum Beispiel mal beschlossen haben, dass es auf der Altstadt als UNESCO-Weltkulturerbe auch nicht Solaranlagen auf den Dächern gibt. Also, das ist etwas geschützt. Ich glaube, das ist nicht nötig, dass wir hier anfangen. Sondern wir fangen in diesen Quartieren, die halt vielleicht schon ein bisschen aus den 70er Jahren überaltert sind, wo man etwas machen muss. Und vor allem, was ja in diesem P-Quartier auch eine grosse Chance ist, das haben wir jetzt noch gar nicht gross diskutiert, das ist eben, wenn man noch ein bisschen weitergeht, das wird die künftige Mobilität sein. Elektromobilität ist wahrscheinlich künftig ein ganz wichtiges Thema. Und das ist etwas, das man extrem gut auch in bestehende Strukturen einbauen kann, wo man dann eben dem Bewohner vielleicht zusätzliche Möglichkeiten bietet, die er heute vielleicht nicht hat. Er kann über Nacht daheim sein Auto quasi laden oder durch den Tag durch das Management, das man digitalisiert hat. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir die Möglichkeit bei bestehenden Quartieren machen, eben vielleicht nicht gerade bei der Altstadt von Bern. Also darf ich vielleicht kurz etwas auf jeden Fall, Herr Bertsch. Sorry, bitte. Nein. Ich kann nur zustimmen, weil grundsätzlich ein Gebäude besteht aus, also die Energie, die verbraucht ist worden für ein Gebäude durch den ganzen Lebenszyklus, besteht aus
Energie für die Erstellung und Energie für die Betriebszeiten. Und grundsätzlich, bei einer bestehenden Liegenschaft, ist die für den Bau verbrauchte Energie schon verbraucht. Also das heisst, die graue Energie, also die wo man eh muss verbrauchen, wenn man tut bauen, die ist schon konsumiert und die ist, also die Anlage die ist vorhanden. Und also darum müssen wir unbedingt die bestehenden Liegenschaften Richtung Plus-Energie, sei das Gebäude oder Quartier, weiterentwickeln. Weil jedes Mal, wenn man eine bestehende Liegenschaft tut, abbrechen und neu bauen, tut man wieder graue Energie verbrauchen. Also die Energie, die man eigentlich für Baumaterial und für das Bauen braucht. Und also die erste Sparmaßnahme, was Energie anbelangt, die erste Sparmaßnahme, das ist, wenn man Energie nicht muss verbrauchen, weil das Bestehende kann weiter genutzt werden. Also ich predige wirklich für die sogenannte Stadterneuerung. Ja. Herr Rupp. Oder hat etwas ganz Wichtiges angesprochen. Es macht keinen Sinn, dass wir ein tolles Plus-Energie-Quartier haben, aber mehr schlechten öffentlichen Verkehr zum Beispiel. Sondern da braucht es eine Gesamtstrategie. Und da sind wir natürlich als Gemeinde sehr stark gefordert, dass wir eine gute räumliche Strategie haben. Können wir hier erreichen? Wir haben die Nutzung konzentriert, können Flächen frei behalten für die Naherholung. Ganz, ganz wichtig. Wir haben einen sehr guten Anschluss an öffentlichen Verkehr. Wir sind 4 Minuten von Worblaufen, ist man im Bahnhof Bern mit dem RBS-Netz. Das ist eine ganz tolle Sache. Und wir versuchen dort auch für die Nachholung und Freizeit wirklich das aufzuwerten und natürlich auch für die Versorgung. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dazu gehört eben auch, dass man nicht nur im Bereich von diesem Quartier etwas macht, was die Energie anbelangt, sondern dass ich vorher angesprochen habe, dass man eine Gesamtstrategie entwickelt. Und da ist es eben ganz wichtig. Es fängt an. Wir haben eine Submission gemacht für ein Güterfahrzeug. Ja, das klingt ein bisschen nebendran, aber wir haben jetzt ein Elektrofahrzeug können beschaffen. Und das ist wieder ein Baustein mehr. Oder wir finanzieren einen Bus mit, den der RBS neu beschafft für einen Ortsbus, der ein Elektrobus ist. Und das, was ich vorher gesagt habe, mit unserem Energiefonds, wo wir einen Beitrag leisten können. Also es braucht eine Gesamtstrategie und eine Gesamtpalette. Und das sind wir als Gemeinde natürlich gefordert, da ist aber auch der Kanton gefordert mit dem neuen Energiegesetz, Gerade die Frage der Elektromobilität ist eine ganz wichtige, dass wir dort einen Fortschritt machen können. Eben, eine Gesamtstrategie, Herr Ammann, also Smart Capital Region, wir haben es vorhin schon angesprochen, da muss schlussendlich alles drin sein, von meinem Daheim, mein Arbeitsweg, am besten auch das Büro, wo ich nachher arbeite, und meine Freizeitaktivität, das muss das ganze Leben muss irgendwo durch den Nerven gespiegelt werden und stattfinden. Die Gesamtstrategie, oder, die muss auf allen drei Staatsebenen vorhanden sein und muss verzahnt sein. Oder? Wenn wir eine Energiestrategie haben vom Bund, dann gilt die für die Kantone in der Umsetzung, genau gleich wie für die Gemeinden nachher in ihrem Hoheitsgebiet mit ihren Aufgaben. Wenn wir ein CO2-Gesetz in Kraft setzen, dann setzt der Bund einen Rahmen und gibt auch finanzielle Anreize über Bundesbeiträge, wo die Kantone nachher ihren Teil auch dazu leisten. Insgesamt gibt es nachher eine Gesamtstrategie mit einzelnen Baukastensystemen, mit einzelnen Bausteinen. Und wichtig ist, dass man die nebeneinander legt, dass man nachher in der Umsetzung alle diese Bausteine sieht und möglichst alle auch einsetzt. Jetzt kann man ja wahrscheinlich nicht bei jedem Quartier, wo man neu baut, weiterbaut, ein Plus-Energie-Quartier daraus machen? Oder wie sieht das aus? Wo tut man sich entscheiden, hier machen wir eins, hier geht es nicht? Aber von was hängt das ab? Also es gibt viele Kriterien, aber gesamthaft, also man muss quasi die 2000-Watt-Gesellschaft-Kriterien anschauen. Und das sind immer die gleichen. Also wie kann ich Energie erzeugen? Was ist die Problematik von der Mobilität? Also das sind schon die zwei Hauptthemen und nachher, und das ist vielleicht weniger standortabhängig, aber wie kann ich bauen, mit weniger Energieverbrauch. Und grundsätzlich, das ist eine übergeordnete Überlegung schon zum Zeitpunkt von der Überbauungsordnung, was Planungsprozesse anbelangt. Aber es ist auch die Überlegung, die ein Investor machen muss, wenn er richtig Nachhaltigkeit gehen will. Und jetzt, wir merken, wir haben viele Investoren, die
von Anfang an sich positionieren, nur auf Quartier, wo eine 2000 Watt Gesellschaft Kriterien erfüllen. Und ein Plus-Energie-Quartier ist Bestandteil von dem Konzept. Mhm. Wenn wir noch schnell darauf kommen, wir haben vorhin noch von den alten Gebäuden gehabt, die haben jetzt kurz ein bisschen ausgeführt. Könnt ihr mir mal genau erklären, wenn wir jetzt so eine ältere Liegenschaft haben, was man an der machen müsste, damit sie dann dem Standard entsprechen würde? Also, beispielsweise, damit ich mir es so ein bisschen bildlich Beispielsweise, also erstens, man sollte probieren, die Tragstruktur nicht zu tangieren, weil das ist die grösste Masse und die Masse bedeutet Material und Material bedeutet Energie. Also ganz einfach zusammengefasst. Und nachher, wo müssen wir dran arbeiten? Isolation und Wärmeerzeugung, also Energieerzeugung. Also das sind die zwei, drei Hauptelemente, die wir müssen, vom Anfang an berücksichtigen müssen. Und klar, manchmal gibt es Fälle von alten Liegenschaften, die nicht sanierbar, nicht umnutzbar, nicht aufwertbar sein, und dann muss man Entscheid treffen. Aber das Ziel wäre, so möglich Flächen zu behalten, weil die schon erstellten Flächen haben schon Energie verbraucht und die sind vorhanden. Vielleicht kann man noch sagen, eben, wir probiert, haben gefragt, wann entscheidet man, wird es eins oder nicht. Ich sage jetzt mal, eben, jetzt für uns als Kanton, für uns ist es wichtig, dass man überhaupt in diese Richtung anfängt zu denken und möglichst alles probiert zu berücksichtigen, eben, was der Bertsch jetzt schon gesagt hat, was man schrittweise vorwärts machen kann. Wenn ich am Schluss sehe, ja, ist halt jetzt nicht ideal, ich habe einen schattigen Standort, PV ist nicht optimal, oder ich habe wahnsinnig grosse Gebäudeabwicklung und dann kann ich auch dem, wenn ich will, am Schluss brauche ich extrem viel Energie, wenn ich die Struktur nicht anlenke, dann habe ich halt am Schluss kein Plus-Energie-Quartier. Vielleicht habe ich statt 100% nur 95% erreicht und 5% brauche ich noch. Aber das ist viel besser, als wenn ich einfach das gesetzliche Minimum probiere zu machen. Und das ist eigentlich die wichtigste Message von uns. Wir probieren das anzustreben und wir haben für das eben Hilfsmittel, Leitfäden, wo man zeigt, wie kann ich möglichst nach daher kommen oder eben wirklich das erreichen. Einfach so gut als möglich muss das Thema sein. Das ist ganz wichtig, der Start, wenn es darum geht, eine Überbauung zu kreieren oder zu sanieren, ist der Startpunkt. Zusammen mit dem Investor, zusammen mit dem Grundeigentümer legt man fest, welche Ziele will man erreichen. Und wir, in der Regel haben wir auch unser Wettbewerbsverfahren, Studienauftrag, wo wir die Grundlage legen. Und dort legen wir im Programm, so wie wir es jetzt am Aarerein, dort haben wir jetzt noch den Vorteil gehabt, dass der Kanton Grundeigentümer war, legen wir fest, was wollen wir für Ziele erreichen. Und das ist ganz wichtig. Und ich möchte so betonen, dass natürlich, sobald man das Gebäude abreißen muss, haben wir sehr viel graue Energie. Allerdings muss ich auch feststellen, dass wir sehr viele Bauten aus den 60er Jahren haben, wo man wirklich muss sagen muss, ja, also da Aufwand und Ertrag und Kosten, das bringt nichts. Das Layout dieser Gebäude ist einfach sehr schlecht und auch die Baubearbeitung ist sehr schlecht. Aber klar, wenn man natürlich etwas erhalten kann, wenn die Strukturen gut sind, wir sitzen gerade in einem Quartier dran, wo wir auch überlegen, kann man aufstocken mit Holz zum Beispiel oder zwischendrin bauen, dann muss man die Substanz, die gut ist, die muss man weiterentwickeln. Und wenn man es von den Grundstücken anschaut, gibt es von den Grundstücken allein, also wo es stattfindet, irgendwelche Parameter, wo man sagt, hier ist es geeigneter als an einem anderen Ort? Einfach dann wegen der Lage. Also die Lage ist ja entscheidend, oder? Und da haben wir auch in unserer Beurteilung, in unserem räumlichen Entwicklungskonzept, haben wir gesagt, natürlich überall, wir haben drei Stationen, die ablaufen, Papiermühle und Ittigen. Die Areale, die sind natürlich prädestiniert. Ganz klar. Also dort wollen wir verdichten, dort wollen wir auch höher bauen, dort wollen wir eine Nutzungsnachverdichtung machen. Und an anderen Orten sind individuelle Entscheide, aber auch im Leihfamilienhausquartier, wo ein Generationenwechsel kommt, dort ist wieder eine Chance, dass man etwas machen kann. Wenn man den Kanton Bern anschaut, Herr Dammann, wo hätten wir denn so Hotspots, wo man sagen kann, oh, hier ist es super, da müssen wir so drauf werfen? Also das Auge haben wir schon geworfen. Ja, ja. Eingangs gesagt, wir haben Potenzial identifiziert. Es geht natürlich nicht nur vor Attraktivität der Wohnlage, sondern auch eben vor Besonnung her. Gibt es in der Gemeinde Könitz gibt's interessante Flächen, gibt es Projekte. Es gibt die anderen Agglomerationsgemeinden, gibt's die. Da muss man her schauen. Das ist die Aufgabe von der Gemeindebehörden zusammen mit den Fachstellen des Kantons.
dass man das Beratungsangebot, das der Kanton zur Verfügung stellt, dass man das nutzt. Wir sind gut aufgestellt. Wir haben Fachleute, die in den Regionen aussen Energieberatung machen. Also, ob das jetzt für Gemeinden sind, die die grossen Würfe machen, wie das jetzt zwar Blaufen passiert, oder ob es eben um ein Einfamilienhaus geht, das aus den 70er Jahren an eine nächste Generation geht, die sich die ganz einfachen Fragen stellen. Wie bringe ich die Gebäudehülle so her, dass ich weniger Energie brauche? Was baue ich für ein Heizsystem ein? Gibt es einen Wärmeverbund in der Nähe, den ich anhängen kann? Gibt es die Möglichkeit, dass ich mit Nachbarschaft, also mit Gebäuden aus der Nachbarschaft etwas zusammen machen kann? Das sind Fragen, ganz konkrete, oder, die Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer beschäftigen, wo wir weiterhelfen können, wo wir mitberaten können, wo wir zusammen mit den Gemeindebehörden nachher können so mosaiksteinartig wieder mal einen Stein setzen, wo dann irgendwann ein grösseres Ganzes gibt, ein schönes Bild, das eben nicht nur schön ist, das effizient ist und kostensenkend ist. Wir haben vorhin noch von Projekten, die nicht im Kanton Bern stattfinden. Wie sieht eigentlich der Dialog aus vom Kanton Bern mit den anderen Kantonen betreffend Plus Energiequartier? Wir arbeiten im Rahmen der Hauptstadtregion zusammen mit innerhalb von diesen 5 Kantonen und den grossen Städten, die Mitglieder sind, arbeiten wir am Thema so, dass wir eben nicht nur ein Gutes tun, sondern auch über das Gute, das wir hier jetzt in den Weg geleitet haben, wo zwar Blaufen passiert, sondern dass wir das so auch bekannt machen. Der Uli Nieffenegger hat verschiedene Einladungen schon bekommen, vom Kanton Freiburg beispielsweise, von der Stadt Neuenburg, wo er nachher vorstellen kann, was wir für Projekte haben, wie unser Werkzeugkasten aussieht, was in den Städten und Kantonen der mögliche nächste Schritt könnte sein. Ich weiß nicht, ob du da noch das ein oder andere Erfolgsbeispiel hast oder auf jeden Fall Beispiel aus der Praxis. Ja, also vielleicht mal grundsätzlich aufgestellt sein. Also wir haben, wo wir den Leitfaden, sagen wir mal, oder das Projekt Plus Energiequartier haben aufgefahren. Also wir sind immerhin 16 Fachleute mit mir zusammen gewesen, die eben aus diesen Infrastrukturfirmen raus, aber auch aus allen Kantonen von den Energiefachstellen raus, eigentlich überall Spezialisten, aber auch von unseren Fachhochschulen, von den verschiedenen, haben dabei gehabt, um zu schauen, wie macht man das überhaupt. Und da bleiben wir weiter dran. Also wir sind mit denen laufend in Kontakt. Und eben, wir haben nachher auch Anfragen, wie Neuenburg, Solothurn hat schon mehrere so Quartiere, wo sie auch dran sind, und schauen, kann man jetzt da in Richtung Plus gehen oder nicht. Ist auch eine Frage vom Wissen. Und wenn ich jetzt vielleicht noch die Frage aufnehme vorher, wo ist es denn möglich und wo nicht? Ich bin überzeugt davon, dass es langfristig überall möglich ist. Eben wie früher bei Minergie haben wir gesagt, ja, das kannst du nur mal in ganz speziellen Fällen Neubauten machen. Heute wissen wir, ich kann jedes Gebäude Minergie umbauen. Und genau so muss es in Zukunft sein. Je mehr wir wissen, je mehr die Kantone untereinander das Wissen austauschen, je mehr kommen wir zur Erkenntnis, wenn man es so macht, kann ich auch hier, dann kann ich auch da. Mhm. Genauso wie der Regierungsratsmann gesagt, wir haben irgendwo so einen Kristallisierungspunkt und mit der Zeit verdichtet sich das. Also ich bin überzeugt davon, langfristig können wir das in allen Kantonen und auch in allen Quartieren umsetzen. Wunderbar, wir sind damit schon zum letzten Schlussrund drin. Herr Rupp, was wünscht ihr euch für die 10 Jahre? Ja, dass wir wirklich Erfolgsbeispiele realisieren können, weil wenn mal ein Erfolg da ist, wenn mal Beispiele da sind, dann bin ich überzeugt, dann haben wir eine grosse Nachahmung. Und dann nimmt man vielleicht auch die Angst weg, dass so etwas kompliziert oder nicht funktionieren kann. Und das tut der Weg eben, da bin ich überzeugt. Herr Bertschi, bei dir schauen die 10 Jahre, was wünscht ihr euch? Ja, also was für mich schön wäre, ist wie eine Immobilie als Gesamtes angeschaut wäre. Nicht nur von den Kosten her, sondern auch von der Energie her. Ich meine, Gesamtkostenbetrachtung, Gesamtbilanzbetrachtung von der Herstellung bis zum Rückbau. Also, dass man eigentlich aufhört, einfach eine Investition anzuschauen, nachher Betriebskosten und nachher graue Energie und nachher Betriebsenergie, sondern dass die Berechnung, das Kosten und Energie auf den ganzen Lebenszyklus gemacht wird. Wunderbar. Herr Nieffenegger, das ist vorhin schon fast ein Schlusswort gewesen, trotzdem in 10 Jahren. Ja, ich glaube, ich kann noch anschließen. Also, dann sollte eben das Plus-Energie-Quartier sehr vielen Orten bereits realisierte Projekte haben. Und ich hoffe, dass wir bis dann die erste Gemeinde haben, die wirklich auf dem Weg dazu ist, als erste Plus-Energie-Gemeinde oder Plus-Energie-Stadt unterwegs zu sein. Und am Schluss der Regierungsrat Christoph Ammann.
Trotz Covid spiele ich gerne spielen, oder? Dann bringe ich das Bild mit den Dominosteinen. Ich hoffe, dass ich zurückschaue in 10 Jahren und sehe, wir hatten 3 Steine gehabt. Einer ist warm gelaufen, die haben wir bewegt und plötzlich sind die anderen Steine gekippt. Und wir haben grossflächig, nicht nur im Kanton Bern, plus Energiequartier und die Leute haben Freude daran. Wunderbar. Ich danke dieser Runde für die spannende Debatte, für das spannende Gespräch. Christoph Ammann, merci vielmals, seid ihr gekommen. Herr Nieffenegger vom Amt für Kanton, merci auch vielmals. Ebenfalls Pascal Bertschi, danke schön. Und Marco Rupp, Gemeindepräsident Frittigen, merci vielmals. Ja, und meine Damen und Herren, jetzt geht es mit, mach ganz harten Bruch, mit etwas ganz anderem weiter, nämlich künstlicher Intelligenz. Ich bin beim Christoph König von iSolutions und habe mit ihm etwas darüber geredet, was ist KI, was können wir davon erwarten, wie sieht es damit aus, können wir schon ein bisschen Roboter aus Terminator, das schauen wir uns jetzt an, merci vielmals.